So, was passiert gerade in der Antarktis? Man weiß es nicht ganz genau, aber die Wissenschaft hat da auch ja was Bahnbrechendes rausgefunden, worüber viele sagen würden, das ist Science Fiction, das hat sich wer ausgedacht, etc. pp. Nein, es ist aber bittere Realität. Viele Fachzeitschriften haben darüber berichtet. Das liegt auch schon eine Weile zurück. Ich habe es auch nicht mitbekommen. In Deutschland kam es relativ spät erst in den Fokus, eher zumindestens der wissenschaftlichen Medien. Irgendwann fing aber auch an, die normalen Medien darüber zu berichten. Das war ab dem Jahre 2019, 2020. Ich hatte neulich eine Mail bekommen von euch, und zwar ging sich das um das Forscherteam, was auf der Neumayer-Station überwintert hat. Die haben sich selber einen Patch gemacht. Das machen die jedes Jahr. Auf dem Patch war aber was sehr Interessantes. Das Problem bei der Sache ist, ich finde das nicht mehr. Also falls du zuschaust, schick mir das bitte doch nochmal, weil das war überaus interessant. Ich habe mir das angeguckt, ich habe dir auch darauf geantwortet und ich würde da gerne einen eigenen Beitrag zu machen. Aber es ist weg und dafür entschuldige ich mich. Also wenn du zuschaust, hau mir das direkt nochmal in die E-Mails info@klappspaltentv.de. E-Mail-Adresse hast du ja. Vielen, vielen Dank dafür. Oder wenn einer weiß, was ich meine, worum es geht, um welchen Patch es sich handelt, ab in die E-Mail damit und an mich weiterleiten. Dankeschön. Ist das vielleicht der Grund, warum das Dritte Reich so großes Interesse an der Antarktis hatte? Wir schauen mal rein, was die Wissenschaft da rausgefunden hat. Zudem schauen wir uns das mal an, weil immer wieder gesagt wird, die Antarktis ist doch ein Sperrgebiet, da darf keiner hin und da sind US-Größen hingereist und das wird ja seine Gründe haben. Und ja, es gibt aber keine wirklich belegbaren Fakten dafür, dass man da nicht hinreisen darf und dass US-Größen da doch hingereist sind. Doch dann kommt ein Interview ins Spiel von einem jungen Mann, der nämlich in der Antarktis war, der da hingelaufen ist, der sich das angeschaut hat, und dem sind seltsame Sachen widerfahren. Das gucken wir uns auch noch mal an. Aber ich würde mal sagen, wir schauen jetzt erstmal darauf, was ist denn da überhaupt passiert? BW24 berichtet, spektakuläre Theorie, Experiment in der Antarktis soll auf Paralleluniversum hindeuten, in dem die Zeit rückwärts läuft. Der ganze Bericht ist vom 12.01.22, also knapp ein Jahr alt. Wir schauen mal. Bei einem Experiment in der Antarktis haben Forscher Teilchen beobachtet, die sich völlig anormal verhalten. Manche Wissenschaftler sehen darin einen Beweis für eine alternative Realität. Die Entdeckung eines Forscherteams der University of Hawaii könnte einer der weit verbreiteten Theorien zufolge alles auf den Kopf stellen, was wir über unsere Welt und Zeitrechnung zu glauben schienen. Seltsame Teilchen, die bei einem Experiment in der Antarktis beobachtet wurden, könnten laut einigen Forschern auf die Existenz eines Paralleluniversums hindeuten. Dabei hatte der Wissenschaftler Peter Gorham und sein Team überhaupt nicht damit gerechnet, ein womöglich neuartiges Partikel zu entdecken, das zu den spektakulären Theorien über parallele Universen führen könnte. Die Forscher selbst nehmen nämlich Abstand von der Theorie einer alternativen Realität. Die Theorie eines Paralleluniversums, positiv ist negativ, links gleich rechts und die Zeit läuft rückwärts. Nach solch einem Teilchen hatten die Wissenschaftler eigentlich überhaupt nicht gesucht. Außerdem schien das, was die Forscher entdeckt hatten, überhaupt nicht möglich zu sein. Denn laut der Auswertungen kam das besagte Teilchen nicht von oben, sondern aus dem Boden heraus. Normalerweise bewegen Neutrinos sich exakt so, wie Strahlung aus dem All auf die Erde trifft. Von oben nach unten. Einige in der Antarktis gemessene Neutrinos bewegten sich allerdings aus der Erde nach oben, sozusagen rückwärts. Da sich dieses Phänomen bislang nicht erklären ließ, wurden manche Forscherkreise schnell für die Existenz eines Paralleluniversums spekuliert. Denn alleine die Existenz des Signals übersteigt das bisherige Wissen der Forschung. Es lässt sich mit heute bekannter Physik nicht erklären. Einige nicht an der Forschung in der Antarktis beteiligte Wissenschaftler stellen deshalb eine Theorie auf, die über die Grenzen des aktuell Vorstellbaren hinausgeht. Auf den Kopf gestelltes Universum. Viele Physiker gehen schon länger davon aus, dass Paralleluniversen existieren, in denen Doppelgänger von uns leben. Auch Astrophysiker Stephen Hawking glaubte an diese Theorie. Er ging sogar von der Existenz von Multiversen aus. Auch 24 Hamburg hat darüber berichtet, also Paralleluniversum entdeckt. NASA findet Beweise in der Antarktis. Beim NASA-Experiment entdeckten Wissenschaftler Elementarteilchen, die auf die Existenz Paralleluniversums hinweisen. Das hatten wir gerade schon. Also ein riesengroßer Ballon und mehrere Satelliten mit Radioantennen suchten entlang
einer über 1 Million Quadratkilometer großen gefrorenen Eislandschaft nach Leben aus dem Weltraum. Hochenergetische Elementarteilchen, sogenannte kosmische Neutrinos, sollten in der Astronomie Erleuchtung bringen. Was das Forschungsteam zuvor als Hintergrundgeräusche und Rauschen abgetan hatte, entpuppte sich plötzlich als ein überaus wertvolles Signal. Die Wissenschaftler werden Zeugen des Phänomens, das weder die Physik noch die Astronomie einzuordnen wusste. Das Forschungsteam könnte auf den Beweis eines Paralleluniversums gestoßen sein. Also da auch wieder so, richteten einige Teilchen ihre Bewegung nämlich von unten nach oben aus. Also die Neutrinos bewegten sich also rückwärts in ein Paralleluniversum, so heißt es. Sei alles spiegelverkehrt. Positiv wäre negativ, links wäre rechts und die Zeit würde rückwärts laufen. So, gucken wir mal, was Forschung und Wissen dazu sagt. Also im Prinzip befinden sich in allen Berichten derselbe Inhalt. Na klar, sicher, man hat das festgestellt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dort ist wirklich irgendwo ein Paralleluniversum. Macht das deswegen vielleicht die Antarktis so interessant? Also besonders für das Dritte Reich? Gehen wir nochmal von diesen alten Zivilisationen und Hochkulturen aus. Was hat man denn bis jetzt in der Antarktis gefunden? Man hat Anzeichen für alte Zivilisationen gefunden. Dort soll es Pyramiden geben, eisfreie Bereiche. Das soll ja auch die deutsche antarktische Expedition im Jahre 1938-39 rausgefunden haben. Also gar warme Bereiche, wo Vegetation möglich ist, wo ein stärker und wärmer werdender Wind wehte. Dann soll es da Eingänge in ja riesige subglaziale Höhlen geben, also Lavahöhlen, und dann kam auch schnell der Begriff auf der inneren Erde, wo auch alte Zivilisationen lebten, die uns technologisch ja haushoch überlegen sind etc. Aber nehmen wir das nur mal hier, das, was wir jetzt wirklich greifen können, nämlich von diesem Paralleluniversum. Hatten die Nationalsozialisten wirklich im Himalaya Anzeichen auf sowas oder auf was Ähnliches gefunden, auf alte Zivilisationen, und haben sie deswegen ihre Expedition dorthin gestartet? Was haben sie da wirklich gefunden? Warum sind immer noch so viele Luftbilder bis heute als verschollen angesehen? Was ist auf diesen Bildern? Warum dürfen wir diese nicht sehen? Ja, oder sagt man, sie sind einfach nur verschollen, damit keiner eine Frage stellt? Ja, also es ist höchst mysteriös. Diese Anzeichen sind da. Das sind auch wieder Sachen, die für die Wissenschaft als Ausschluss gegolten haben. Also man hat gesagt, sowas ist nicht möglich, sowas existiert nicht. Aber Stephen Hawking hat schon länger darauf hingewiesen und er war zu Lebzeiten Verfechter dieser Theorien, also von Paralleluniversen oder sogar Multiversen. Ne? Jetzt macht das den antarktischen Kontinent nicht unbedingt uninteressanter. So, und jetzt kommt ja halt auch immer wieder auf, pass mal auf, da darf keiner hin und da sind Größen wie Obama hin und Kissinger, meine ich, und wie sie alle heißen, und es gibt Ärger, wenn ihr da auftaucht etc. So, und dazu habe ich mir tatsächlich mal was angeguckt. Also der Tipp kam auch wieder von euch. Und zwar ist das die Nummer 292 lebt. Und zwar ist das Martin Zweet. So, und der junge Mann, der ist tatsächlich in der Antarktis gewesen. Aber wer ist das überhaupt? Das ist ein Extremsportler. Ich bin mal hier auf seiner Seite. Also es ist ein Extremsportler. Der ist im August 81 geboren. Der ist Diplomphysiker, Kletterer, Bergsteiger, Expeditionsleiter, Industriekletterer und. Und er hat so einiges an Rekorden aufgestellt und hatte Sponsoren, hat Expeditionen gemacht etc. Also ein ganz sympathischer, seriöser Kerl, ein Sportler halt. So, und der hat sich, irgendwann hat er, 2006, eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen. Er hat natürlich gekämpft, er hat das auch überlebt, er hat das auch überwunden, aber er hatte noch so ein paar Sachen auf der To-Do-Liste, weil er nicht weiß, ob er da überhaupt wieder rauskommt aus der Nummer. So, und er hat ein Interview gegeben, weil er war in der Antarktis gewesen. Das Ganze findet ihr unter NuWiso. Schaut euch den Kanal mal an, er ist ganz interessant. Wir lassen es einfach mal ab laufen und gucken mal, was der Mann über seine Antarktis-Expedition zu sagen hat. Wie gesagt, den Rekord, dass du am schnellsten sozusagen zum Südpol gelaufen bist. Ja. Und dieser Rekord, den habt ihr auch eingereicht bei der Zeitung. Du bist innerhalb von 15 Tagen von der Küste bis zum Südpol gelaufen und hast es dann eingereicht. Das war der Rekord. Aber die Medien... Überlegt euch das mal, der ist in 15 Tagen von der Küste bis an den Südpol gelaufen. Alleine. Wisst ihr, was das bedeutet? Also der Mann muss wirklich, ja,
eisern drauf sein, weil das ist, also da müsst ihr körperlich topfit sein und mental natürlich auch, wenn ihr sowas macht. Uns dann angezweifelt, weil ihr ein paar Fehler gemacht habt bei der Zusammenstellung eines Pressekits, kann man das so sagen? Wenn man es ganz grob sagt, ja, ist noch einiges mehr dahinter, weil die Medien sind erstmal gar nicht darauf aufgesprungen. Es kam dann im Hintergrund mehr zustande seitens der, ich vermute, sehr stark amerikanischen Regierung. Einfach auf dem Grund, weil ich an der Südpolstation war, die gehört den Amerikanern, ist eine Militärstation. Ja, das heute möchte ich dir vorstellen, Raid. Raid Shadow Legends ist ein Massive Multiplayer Online-Game und das in Konsolen- und PC-Qualität auf deinem Smartphone. Das Spiel ist völlig kostenlos zu spielen und es hat bereits mehr als 80 Millionen Downloads. Was mir persönlich richtig gut gefällt, ist das Zusammenstellen von Teams, um dann gemeinsam mit seinen verschiedenen Fähigkeiten sich auch den stärksten Gegnern entschieden entgegenzustellen. Also nicht nur stumpf kämpfen, sondern gemeinsam und mit Köpfchen eine Strategie zu erstellen, um dann den Gegner niederzuringen. Raid feiert mittlerweile seinen 4. Geburtstag. Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist, die Champions treffen sich bereits am Tisch der Helden. Mit am Tisch sitzen natürlich Krela Witcharm, Astralon, Battle Sarge und Purwold. Das sind einfach die mächtigsten und besten Champions bei Raid. Ich möchte Raid natürlich auch herzlich gratulieren. Die Torte ist für euch. Na gut, die Ratte, die gehört jetzt nicht unbedingt mit dazu, die denkt euch einfach mal weg. Und hast du jetzt Lust bekommen zu spielen? Natürlich hast du das. Lade dir jetzt dafür einfach die App runter. Link in der Videobeschreibung oder hier oben den QR-Code scannen. Du erhältst mit meinem Link krasse Gratisboni im Wert von $30. Wie zum Beispiel den ultimativen Champion Kellern der Würger. Oder andere nützliche Dinge, wie zum Beispiel die Energieauffüllung oder die Zaubergetränke und natürlich vieles mehr. Und das alles kostenlos. Profitiere doppelt, wenn du Amazon Prime Mitglied bist. Du kannst auf Amazon Prime noch weitere exklusive Prämien erhalten. Profitiere von meinem Gratis-Boni im Wert von über $30. Und dann sehen wir uns auch schon gemeinsam versammelt und in Reih und Glied auf dem Schlachtfeld. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Raid für die Unterstützung meines Formates. Und jetzt geht's weiter. Keine Genehmigung. Ohne Genehmigung, ohne das. So, da ist die Genehmigung. Er war an einer Militärstation. Da ist er mehr oder weniger zufällig vorbeigekommen. Er ist ja da nicht hin und hat sich gesagt, pass mal auf, ich will jetzt hier die Südpolstation, die militärische Südpolstation der US-Amerikaner infiltrieren, will da einsickern und mich da umgucken. Der ist da einfach lang gekommen. Ne? So, und damit fingen seine Probleme an, medial, wie natürlich auch von der Staatsmacht, also von der Justiz. Gewusst haben. Am Anfang hat sich noch nichts viel gerührt in den Medien, es hat sich noch eigentlich niemand interessiert. Erst recht nicht für den Rekord. Er ist Assistent von Seiten des Bundesumweltamtes, hieß, ich hätte ja gar nicht da sein dürfen und ein Verfahren dann gestartet. So, das Bundesumweltamt sagt, er hätte gar nicht da sein dürfen. Er ist da alleine, also zu Fuß, ohne andere Hilfsmittel gewesen. Also, so Leute, ist ja auch soweit, der neue Patch ist fast am Start. Er wird in diesem Augenblick produziert. Er ist in limitierter Auflage und nur für kurzer Zeit erhältlich. Natürlich auch nur, solange Vorrat reicht. Ich habe schon ein paar Vorbestellungen, die nächsten Vorbestellungen, beziehungsweise ich gebe das bekannt, wann der dann verfügbar sein wird. Den könnt ihr bei mir bestellen. Schickt mir einfach eine E-Mail unter info@klappspartentv.de. Das fließt 1:1 in meinen Kanal und natürlich will ich da auch, also ich bin auch mit Sponsoren im Gespräch, damit ich eine eigene antarktische Expedition starten kann und das Geld fließt dann natürlich auch mit ein. Wenn ihr so ein Ding haben wollt, mich unterstützen wollt, meinen Kanal, mein Format unterstützen wollt, dann einfach kurze Info an mich, sichert euch einen von diesen limitierten Patches und in der Antarktis. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das da hinkriegen mit den offiziellen Genehmigungen, ob wir überhaupt dahin kommen, wo wir hin wollen. Aber so ein paar Sachen am Rand, die wir da aufgetan haben, so eine subglaziale Höhleneingang beispielsweise, da sollte man doch relativ einfach hinkommen und sich da mal umschauen können. Und dazu dient das. Wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, sichert euch einen von diesen Patches. Dass der Mann da jetzt am Südpol den Südpol beeinträchtigt und da irgendwie irgendwas verschmutzt hat. Also unfassbar. Ne? Also das sind die ersten Beweise dafür, dass man da nicht ohne weiteres hin darf.
wurde, dann sind die Medien drauf aufgesprungen und dann so richtig. Mhm. Ja. Und dann natürlich im Nachhinein, wir haben einige Fehler in der Dokumentation gemacht. Es gab keine richtigen Fotos, die man auch pressewirksam veröffentlichen konnte. Es gab dann ein erstelltes Foto, das von Anfang an als solches rausgegeben wurde. Haben die Medien durch eigene Fehler oder wie auch immer dann hingedreht, dass es ein Beweisfoto war und mir praktisch das Wort im Mund umgedreht. Zu dem Zeitpunkt war dann aber eben auch schon ein Verfahren seitens der Kripo und der Bundesregierung gegen mich im Laufen. Und also da gab es auch direkt die Behörden, die deutschen Behörden haben sich eingeschaltet, die bundesrepublikanischen, und haben ein Verfahren gegen ihn eröffnet, weil er am Südpol rumgelaufen ist. Überlegt euch das mal, der ist dann nur lang gelaufen. Der hat da nichts anderes gemacht. Und schon findet ihr euch in einem Verfahren wieder. Sie ist von Seiten meines Anwaltes, hey, kein Wort mehr sagen, sich gar nicht mehr äußern, nichts, was damit zu tun hat. Und deswegen kommen die dann einfach ja, frei auf mich eindreschen. Recherchiert hat keiner. Also es gab auch keine großen Versuche, mich irgendwie zu kontaktieren und irgendwie eine Stellungnahme von mir zu bekommen. Also es hat keinen interessiert, warum, weshalb, weswegen, sondern man hat einfach direkt auf ihn eingeknüppelt. Ja? Also ohne ihn wirklich zu kontaktieren und mal zu fragen, was ist denn da überhaupt passiert? Also investigativer Journalismus geht in meinen Augen anders. Ich hätte dann wahrscheinlich gesagt, ich kann keinen Kommentar abgeben gerade, aber selbst sowas wurde nicht mal angefragt. Es kamen dann zig Berichte seitens des Spiegels zum Beispiel. Die Südpol-Lüge. Richtig, genau. Also wenn man meinen Namen googelt, kommt das als allererstes. So, die Südpol-Lüge. Das ist ganz interessant. Das ist der Spiegel Online. In 15 Tagen durch die Antarktis. Neue Fakten und Zeugenaussagen bringen den Extremsportler Martin Zweth in Bedrängnis. Offensichtlich war er bei seinem Solotour nie am Pol. Also er war nie da. Jetzt gucken wir mal. Der Spiegel, der ist investigativ, sag ich mal. Ne? Jetzt haben wir hier was. Das ist Hektivisten aller Länder. Hier geht es um Simon Hirsch. Ja, er trifft sich mit Whistleblowern, Enthüllungsjournalisten, Netzaktivisten etc. Und der Spiegel sagt, der in Chicago geborene Simon Hirsch wird dabei sein. Jener legendäre amerikanische Enthüllungsjournalist, der 1969 weltbekannt wurde, weil er die Massaker von US-Soldaten in dem vietnamesischen Dorf My Lai aufdeckte. 2004 gehörte er zu den Journalisten, die die Folterung von Irakern durch US-Personal im Bagdader Abu Ghraib-Gefängnis enthüllten. Ja, also das ist der legendäre amerikanische Enthüllungsjournalist. Simon Hirsch ist einer der berühmtesten Investigativjournalisten der Welt. Also ist alles Spiegel. Der Pulitzer-Preisträger machte das Massaker von My Lai öffentlich. Die Folterung von Abu Ghraib. Im Internet entdeckt Hirsch vor allem Chancen und plädiert leidenschaftlich dafür, es als Freiraum zu bewahren. Das ist natürlich auch meine Intention dahinter. Das Internet ist frei und da sollen die Menschen sich wirklich frei daraus informieren können. Und der Herr, der gibt sich Mühe und der ist Investigativjournalist. Und der Spiegel, er feiert ihn. Ne? Also berühmteste Pulitzer-Preisträger, die finden ihn toll. Das war 2010 und das war 2016. Und jetzt gucken wir mal auf das Jahre 2023. Was schreiben Sie da über ihn? Weil er hat jetzt ein bisschen was anderes recherchiert. Er war, wie gesagt, hier war er gut. Ja? Also er hat so viele Sachen aufgedeckt. Hier gibt es auch irgendwo so eine Chronologie darüber, was er alles aufgedeckt hat und dass er dafür halt in besonderem Maße gefeiert wird. Bis in diesem Jahr. Ne? Der umstrittene US-Journalist Seymour Hirsch, also der Spiegel ist auf einmal ganz anders drauf, schreibt in einem schwach belegten Blogbeitrag, die USA hätten die Nord Stream Pipeline gesprengt. So, und da hat er auch wieder investigativ recherchiert und hat irgendwelche Anzeichen dafür gekriegt, dass die USA da irgendwo mitgemischt haben. So, aber jetzt passt das so gar nicht in das Narrativ. Ne? Und jetzt ist er umstritten. Das mal zum Spiegel. Und das nehmen wir uns jetzt mal als Hintergrund und gucken jetzt nochmal auf Martin Zweth, ja, und was der Spiegel über ihn da so Schönes schreibt. Als allererstes gleich ganz oben der Artikel. Warum haben die so auf dich eingeschlagen? Was glaubst du? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, wollten die ein Exempel statuieren, dass keiner mehr sich in diese Gegend aufmacht oder einfach nur, weil du das Enfant terrible bist und denen auf die Füße steigst? Also ich schätze mal, das hängt schon sehr stark damit zusammen. Das Puzzle hat sich nämlich erst im Lauf von eineinhalb Jahren im Nachhinein so langsam gefügt, wieso die so auf mich eindreschen.
Denn ich habe dann herausgefunden, dass im November, also in der praktisch in der darauffolgenden Saison, die Saison in der Antarktis ist immer ca. November bis Januar, Februar, dass man da hinreisen kann. In der nächsten Saison im November war John Kerry und dann im Januar 2016 war Barack Obama auf der Südpolstation. So, also die waren auf dieser Südpolstation. Dann gucken wir mal, ob das der Wahrheit entspricht, was der Mann uns da sagt. So, das ist von 2016, das sind die Tiroler, das ist die Tiroler Tageszeitung. Kerry besucht als ranghöchster US-Vertreter die Antarktis. Einer seiner letzten Reisen als US-Außenminister führt John Kerry in knapp einer Woche in die Antarktis. Ja, also der ist tatsächlich dahin gereist. Also die reden hier von Arktisbesuch. Nee, also zum Obama haben wir jetzt nichts gefunden. Und ich war dann, die Vorbereitungen waren wahrscheinlich ja schon deutlich länger und ich war dann eben ja, die Fliege in der Suppe. Ich war der Fehler im System und die haben nicht gewusst, wie ich reingekommen bin. Und dadurch, dass das Ganze ja so in den Medien schon im Vorhinein breitgetreten wurde, dann mit dem Rekord dann ein bisschen mehr kam, haben die gesagt, nee, also ohne unser Wissen geht keiner in die Antarktis. Mhm. Und dann hat man mich einfach in den Medien mundtot gemacht und unglaublich. Also ohne das Wissen geht keiner in die Antarktis. Man muss eine Erlaubnis haben, um dorthin zu reisen. Ja? Und das zeigt dieser Mann. Wie schwierig das ist und welche Repressalien ihr zu erwarten habt, wenn ihr das einfach macht. Okay. Aber er zeigt auch, dass es möglich ist, ohne diese Genehmigung dahin zu reisen. Also, dass sie es nicht unbedingt mitkriegen, weil so eine Expedition braucht ja auch Vorbereitung. Ja, also das haben weder die US-Behörden noch die deutschen Behörden mitgekriegt, was er vorhat. Du durftest quasi nicht dort sein und deswegen konntest du nicht. Also es Richtig. Kann nicht sein, was nicht sein darf. Richtig. Er ist ein guter Spruch. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Den benutze ich auch häufiger. Also wirklich, wirklich guter Spruch von dem Moderator. Und ist die Antarktis vielleicht das? Und will man da wirklich was vor uns geheim halten? Und deswegen macht man so einen Aufriss, dass man einen Extremsportler im Prinzip diskreditiert öffentlich und ihn vor Gericht zieht und gegen ihn ermittelt. Okay, verstehe. Aber das hatte ja eine ganze Menge negative Auswirkungen dann auf dich persönlich. Mehr als das. Also es hat praktisch ja also nicht nur meine Reputation als Bergsteiger zerstört, sondern einfach meine Glaubwürdigkeit allen gegenüber. Sponsoren weg, Freunde weg, gut. Freunde, die in so einer Situation weglaufen, auf die kann man auch getrost verzichten. Das war vielleicht sogar ganz gut. Nichtsdestotrotz war es wirklich, ja, mein gesamtes Privatleben hat darunter gelitten, weil man ja erstmal mit so einer Situation nie konfrontiert wurde. Ich habe meines Erachtens nach auch nichts falsch gemacht, nichts verbrochen. Ich habe einfach nur meinen Traum verfolgt, ich habe ihn erreicht und war dann eigentlich darüber glücklich. Die Expedition war nach wie vor eine der schönsten, die ich je machen durfte und die Erlebnisse, die ich damit mitgenommen habe. Vor allem deine Motivation, das darf man auch nicht vergessen. Du hattest ja, bist mit einer Krankheit diagnostiziert worden, die eigentlich normalerweise einen nicht mehr so lange hier lässt. Und deine Motivation war eben die Zeit, die du noch hast auf diesem Planeten, die so intensiv und so am besten wie möglich zu nutzen. Er wollte einfach nur dahin. Jetzt nicht mal, dass er sagt, pass mal auf, da fahre ich oder fliege ich jetzt hin und laufe dann dahin. Um zu beweisen, dass da ein Paralleluniversum existiert, dass da ein Eingang in die innere Erde existiert, dass wir auf einer flachen Erde leben und hinter dem Eispanzer weitere Landmassen zu finden sind, also die üblichen konspirativen Theorien. Er wollte nichts davon irgendwie beweisen, sondern er wollte da einfach nur hin, weil er nicht wusste, wie lange er noch die Möglichkeit hat, überhaupt in seinem Extremsport nachzugehen. Ne? Und dafür bügeln die ihn weg. Ja, auf den Gipfel der Antarktis. Und nebenbei bist du dann noch diese Strecke gelaufen. Also man kann dir ja nicht vorwerfen, dass du irgendein politisches Ziel hattest, sondern... Ich hatte keine Transparente mit, ich hatte keine politischen Botschaften. Ich bin Schiffen gezogen. Genau, mir war es egal, ob ich auf der Station der Amerikaner, der Russen oder der Chinesen lande. Das war einfach nur für mich ein Punkt, ein Ziel. Die Herausforderung, die dahinter steckte. Und das wollte ich erreichen, das habe ich auch erreicht. War schon interessant, dass man aus dir da so ein Exempel, also an dir ein Exempel statuiert, obwohl du eigentlich total unpolitisch da aufgeschlagen bist. Offensichtlich ist das so ein sensibles Gebiet, dass da nicht jeder einfach nur so... So Freunde, wie ihr wisst, der neue Patch geht an den Start. So sieht er aus. Das ist der originale und in limitierter
limitierter Auflage Neuschwabenland Unterstützungspatch. Habt ihr da Bock drauf? E-Mail an mich. Und der Patch ist der original Klappschwanken-TV-Patch. Ihn wird es aber auch nicht mehr geben, da Kanalnamenänderung. Beide Patches sind somit limitiert und nur noch in geringen Stückzahlen verfügbar. Habt ihr da Bock drauf? Dann könnt ihr euch beide Patches im Kombipaket für 20 Euro sichern. Inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versand. Ist das ein geiles Angebot? Also, schlag zu. Nur solange Vorrat reicht, der Großteil ist schon weg. Freunde, in dem Sinne, viel Spaß damit, weiter geht's. Aufschlagen kann, also einfach, in Anführungszeichen, wer läuft schon zum Südpol, so wie du. Also, dass da unten etwas ist, das scheint mir auch irgendwie so, ja, klar zu sein, also nach so einer Reaktion. Also, wie er das schon sagte, dass da irgendwas ist, das ist wahrscheinlich, wenn die Behörden darauf so reagieren und die Medien natürlich, ne, dass die ihn da komplett diffamieren öffentlich, ihn als Lügner hinstellen. Er hat dadurch ja einen Reputationsschaden erlitten. Freunde haben sich abgewandt, seine Sponsoren sind weg. Das macht man auch nicht, wenn da wirklich nur Eis und Gestein ist. Warum sollte man diesen Mann, diesen Extremsportler da so wegbügeln? Also mir erschließt sich der Grund nicht, wenn da nichts zu finden ist. Ne? Wenn da natürlich irgendwas ist, was die Wissenschaft ja auch immer mal wieder da findet, ja? Was die Nationalsozialisten vielleicht schon 1939 da gefunden haben und was sie da anschließend errichtet haben. Also ich glaube nicht, dass es einzig und allein ist, dass man verhindern will, dass irgendwer mitkriegt, dass da noch eine Basis vom Dritten oder vom Deutschen Reich ist, sondern da wird mehr sein. Und das eben dieses Mehr. Das wollten die Nationalsozialisten damals auch wissen. Und deswegen haben die ihre Forscher dahin geschickt. Und deswegen werden sie da wahrscheinlich auch weiter geforscht haben. Und deswegen werden sie wahrscheinlich auch eine Station da errichtet haben, nämlich die Basis 211. Weil da deutlich mehr ist, als man uns das heute für weiß machen möchte. Praktisch vor meiner Expedition oder hätte ich mich damit beschäftigt gehabt. Und da gibt es ja zig Theorien, was alles ja in der Antarktis sein soll oder nicht sein soll. Hätte ich gesagt, naja, das sind Spinnereien, ja, aber ja, irgendwas wird da schon wohl interessant sein. Weil wenn man denkt, müssen, wie man da hinkommt, das ist ja kein Linienflug, der da hinfliegt, die Air Force One kann da auch nicht landen. Es gibt dort keine Landeplätze. Das ist eine Eisfläche, genau, die Eisfläche. Russen landen mit einem Düsenflieger, mit einer Ilyushin, und die Amerikaner fliegen mit einer Herkules dahin, das heißt Obama und Kerry sind beide darunter geflogen, haben sich die Strapaze auf sich genommen, um in der Station guten Tag zu sagen, genau, was mit der Skype-Schalter eigentlich auch funktioniert. Also die beiden Spitzenpolitiker fliegen Holzklasse sozusagen zu dieser Südpolstation, um da guten Tag zu sagen. Warum sollten sie solche, wie der schon sagte, solche Strapazen auf sich nehmen? Also die fliegen bestimmt nicht ohne Grund zu einer entlegenen Militärstation, um den Soldaten da mal kräftig die Hand zu schütteln. Ne? Also das deutet auch dadurch, ich habe das auch immer als Unfug abgetan. Ich habe gesagt, da, das wird wahrscheinlich nicht so sein. Ich habe es immer mal wieder gehört. Kollegen, Freunde haben mir davon erzählt und. Aber ich bin dem auch nie nachgegangen. Also ich habe das immer abgetan. Ja, die sind wahrscheinlich irgendwo an den Südpol gereist. Da gibt es auch andere größere Stationen, die man einfacher erreicht beispielsweise. Aber dass sie jetzt dahin sind, das habe ich auch nicht gewusst und nicht für möglich gehalten. Und trotzdem ist es möglich. Genau, die hatten vielleicht ein bisschen luxuriöse Ausstattung an Bord ihrer Maschine, das mag ja sein, aber viel oder vergleichbarer Komfort mit der Air Force One keinster Weise. Das Catering war halt ein bisschen besser. Und natürlich dann auch Sicherheitsrisiko. Ja, also meine, so eine Maschine ist ja nicht mal im Ansatz so ausgestattet wie die Air Force One. Ja, stimmt. Die Begleitjets, meine, die können ja vielleicht in der Luft aufgetankt werden, aber die können ja auch nicht landen. Das heißt, ja, also da sind einfach, wenn man schon allein das Sicherheitsrisiko bedenkt. Mhm. Ja, also auch die. Ich meine, das ist auch wieder ein sehr, sehr guter Punkt von dem Martin. Das Sicherheitsrisiko. Weil wenn die Air Force One durch die Gegend eiert, die hat Abfangjäger und da wird ein Cenova drum gemacht, jenseits von Gut und Böse. Ja, und da fliegt halt eine Herkules völlig alleine mit diesem, ja, mächtigsten Mann der freien westlichen Welt einfach über so eine Eisfläche drüber. Ne? Auch eine Maschine kann technischen Defekt haben.
Ja, und wenn das Ding da irgendwo notlanden muss, dann sieht das nicht ganz so gut aus. Ne? Schon allein daran zeigt, also der US-Präsident, der macht ja nicht einfach, also der sagt nicht, ich fahre jetzt ins irgendwo hin, guck mir da irgendwas an. Also da gibt es eine Gefährdungsanalyse, da ist Sicherheitspersonal dabei und natürlich Analytiker, die das Ganze berechnen und abschätzen. So, und wenn das überhaupt unwichtig ist und zu gefährlich ist, dann wird ihm das auch untersagt. Und da hat man das trotzdem gemacht, obwohl das gefährlich ist und man auf keine andere Hilfe schnell zurückgreifen kann. Also es dauert, natürlich kann man da Hilfe hinkriegen, das dauert aber seine Zeit. Ne? Und trotzdem sind beide Spitzenpolitiker der USA dahin geflogen. Also das macht man nicht ohne Grund. Ja, der besucht ja jetzt auch nicht einfach, sagen wir, so einen entlegenen Ort wie Hochgebirge von Afghanistan, was relativ frei ist, dass er sagt, ich gucke mir da jetzt einen Außenposten von den Streitkräften an. Ne? Also mal ganz ehrlich, das ist eigenartig. Die Rettungskapseln etc., die in der Air Force One drin eingebaut sein sollen für den Präsidenten, für den Fall, dass die Maschine runtergeht. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas dann in so eine Herkules eingebaut werden könnte. Und selbst wenn man mit dem Fallschirm abspringt, das ist ja der unterhalb des 66. Breitengrades, das ist ja alles Eis. Also, nicht so toll, gell? Ja, also Überlebenschancen bei irgendeinem Notfall mit der Maschine, die sind relativ schlecht. Ja. Und dann natürlich auch vor Ort. Ich meine, es gibt ja keine Bevölkerung, es gibt ja keine Menschen in dem Sinne auf dem antarktischen Kontinent, sondern ja nur die in der Station sind. Nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass Obama ohne Sicherheitsleute dort rumläuft. Und die können ja nicht irgendwie zwei Wochen vorher anreisen, um alles abzuchecken. Es funktioniert nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja. Da habe ich so intensiv noch gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben ja in unserem Gespräch und die letzten Barclays haben wir darüber gesprochen schon. Also es ist schon irgendwas, lassen wir es mal so stehen, es gibt irgendetwas wohl, was da unten ziemlich interessant sein muss, sonst würden sich die führenden Köpfe auf diesem Planeten nicht so viel Sorgen machen. Genau, sagen wir es mal so, die ganzen Theorien, die ja so im Raum sind, das mag ja alles weit hergeholt sein, aber es hat zumindest nach meiner persönlichen Erfahrung Diskussionsbedarf. Mhm, ja, also man sollte vielleicht da doch ja mal die Fakten zusammensammeln. Und ja, genau. Das ist ein guter Punkt von dem Martin. Man sollte mal die Fakten zusammensammeln. Das machen wir hier. Wir schauen uns einfach mal alles an, was es gibt, ohne dabei konspirativ zu sein. Wir sammeln einfach. Wir stellen keine Theorien auf. Wir nehmen nur das, was wirklich momentan vorhanden ist, jetzt von der Wissenschaft, von der Politik, also was man da alles gefunden hat, subglaziale Höhlen und Seensysteme, Flusssysteme, die mit dem ganzen Planeten verbunden sind, Eingänge in warme Höhlen, warmes Wasser, tiefe Seen, Radioaktivität, die von unten das Eis schmilzt, Lebewesen, wo keine Leben, wo kein Leben sein sollte, irgendwelche Anzeichen auf alte Zivilisationen, die Aussagen von Landig beispielsweise, dass die Deutschen da eine Basis errichtet haben und diese auch lange nach dem Krieg noch weiter betrieben haben, die Aussagen von Admiral Byrd kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und. Und das sammeln wir und das gucken wir uns einfach mal an. Und das, egal wie ihr das nimmt, von welcher Seite ihr es betrachtet, es wirft Fragen auf. Und das diskutieren wir, das thematisieren wir. Und da kann auch keiner sagen, pass mal auf, das können wir alles jetzt abstempeln und in so eine Ecke reindrücken, ob das jetzt esoterisch ist oder was auch immer, in eine politische Ecke. Nein, das sind Fakten, die sind da, sie sind nicht von der Hand zu weisen. Und es gibt so viele, wie das in dem vorigen Bericht beschrieben wurde, Anomalien, die da gar nicht zusammenpassen mit der aktuellen Geschichtsschreibung. Zudem hat ja auch Byrd gesagt, pass mal auf, wir müssen unsere Weltkarte zumindest vom antarktischen Bereich komplett umschreiben. Das macht er auch nicht ohne Grund. Und das hat er 1947 auf dem Schiff Mount Olympus einem Journalisten gesagt. Ja, also da ist irgendwas. Die Politik reist dahin, Spitzenpolitik. Die gucken sich das an und wenn da ein Privatmann hin will, dann hat er Probleme, dann kann der nicht ohne weiteres dahin. Und wenn er dann doch ohne weiteres irgendwie dahin kommt, durch das Netz durchschlüpft, unbemerkt, dann hat er Repressalien zu erwarten und die hat er auch erhalten. Vielleicht ein paar Fragen stellen, die offen sind oder offen bleiben, die auch keiner beantwortet. Ja, und die Fragen stellen wir natürlich auch, weil Fragen haben wir einige. Die werden gestellt. Oder beantworten will. Ja. Wenn man sich einen Antarktis-Vertrag anguckt, das sind ja 48 oder 52 Länder, ich weiß gar nicht die Zahl, also auf alle Fälle relativ viele,
die sich alle einig waren, dass man dort weder etwas bevölkert, noch nach Öl bohrt, noch sonst was, dass man das einfach als Habitat lässt, nur wenige Forschungsstationen zulässt und sonst dort nichts macht. Ich meine, in welchem anderen Projekt auf der Welt waren sich jemals so viele Nationen einig und haben sich dran gehalten? Spätestens, wenn ja irgendwo mal was entdeckt wurde wie Öl oder Sonstiges, hat man dann ja recht schnell auf solche Einigungen verzichtet. Und hat ja, ganz genau. Ne? Also man hält sich bis heute an diesen Antarktis-Vertrag. Er ist auch der längste bestehende Vertrag. Kein anderer Vertrag ist so lange in Kraft wie der Antarktis-Vertrag. Und die Länder halten sich alle dran, also alle Länder der Welt. Und wie gesagt, wenn es nur um den Schutz geht, dann könnte man doch den Antarktis-Vertrag einfach für einen kommenden Umweltschutzvertrag nutzen. Nämlich, dass wir sagen, wir die grüne Lunge unseres Planeten, also Amazonas, Regenwald etc., den stellen wir jetzt auch unter Schutz. So, und wir kämpfen auch alle international dafür, dass der Amazonas-Regenwald oder das Amazonasgebiet weiterhin geschützt wird. Nämlich, wir schicken da auch unsere Satelliten hin und dann gucken wir mal, wer da Regenwald abholzt. Ne? Also illegal, um mit seltenen Tropenhölzern Handel zu betreiben oder nach Gold zu suchen und da alles mit Quecksilber zu verseuchen. Das interessiert keinen. Da wird immer nur so kleckerhaft, ja, wir haben ein paar Millionen da mal rübergeschoben, da sind dann irgendwelche NGOs, die versuchen das zu schützen etc. Aber wirkliches Interesse von offizieller Stelle, wirklich einen wichtigen Teil unserer Erde umfassend zu schützen, hat man nicht. Im Gegensatz zur Antarktis. Da wird es überwacht und da wird es auch umgesetzt. Einen eigenen Vorteil daraus gesucht. Ich meine, Antarktis ist ein Thema, das hat mich schon lange fasziniert. Vor allem, als ich mal diese Karte von diesem türkischen Admiral in die Hand bekommen habe oder drüber gelesen habe. Ich habe die Karte natürlich nicht gehabt. Von 15, Piri Reis. Genau, von 1537 oder so. Und für diejenigen, die das nicht wissen, das ist ein türkischer Admiral gewesen oder General, wie auch immer. Ich glaube, Admiral, genau, bei der Navy. Admiral zur See. Zur See. Und der hat eine Karte angefertigt gehabt, wo die Küsten der Antarktis eingezeichnet war. Also der Küstenverlauf. Küstenverlauf, ja. Und die Antarktis, muss man wissen, ist wann entdeckt worden? 1800 noch was oder so? Oder 1700? Ich weiß es nicht mehr genau. 18 noch was. Ja. Und der Küstenverlauf wurde erst viel, viel später kartografiert. Ja, Satellitentechnik. Der ist ja unter Eis, unter 500 Meter Eis. Du bist ja auch nicht an der Küste losgelaufen, sondern auf einem Eispanzer. Auf der theoretischen Küste, muss genau, man dazu sagen. Du standst auf 400 Meter Eis und darunter war. Genau. Also die Frage ist schon, wie konnte ein General im 15. 16. Jahrhundert eine Karte in die Hand bekommen, wo der Küstenverlauf eingezeichnet ist. Ja, genau. Die Karte des Piri Reis ergibt ja auch noch an, dass er das aus vielen Karten zusammengesetzt hat. Und wie gesagt, sie wurde ja in den 1930er Jahren wiederentdeckt und Deutsche waren halt an der Restaurierung dieser Karte beteiligt. Und somit hatte auch der deutsche Staat, also damals das Deutsche Reich, davon Kenntnis. Und dann ging das ja auch schon in Richtung antarktische Expeditionen. Also das sind ja alles, so viele Zufälle kann es ja gar nicht geben. Ne? Also wie gesagt, die Antarktis wurde erst 1870 oder was der da sagt, entdeckt und 1500 und gab es diese Karte schon. Das heißt, die Menschen damals, die alten Zivilisationen, die hatten ja schon Kenntnis darüber. Ne? Und das spricht ja auch wieder dafür, dass dann da doch mehr ist, als man uns heute weismachen will. Ne? Zack, das war jetzt nicht so Pi mal Daumen, sondern die hatten die... Erstmal von dem Kontinent, den man gar nicht kennt und dann eben noch die ausführlichen Küsten, die tatsächlichen Küstenumrisse. Und das hat mich dann schon immer fasziniert. Das heißt, zum einen war die Antarktis irgendwann mal eisfrei und zwar nicht in irgendwann prähistorischer Zeit, also in den letzten, vor den letzten Eiszeiten oder vor der letzten Polverschiebung, sondern irgendjemand hat dem General das Wissen gegeben, dass er den Küstenverlauf nachzeichnen konnte oder hat die Karte selber eben bekommen. Ja, und da kommt man dann halt schnell in ganz abgefahrene Themen, dann gibt es halt Atlantis und über, da öffnet sich dann halt ein ganz neuer Korridor. 60. bis zum 90. Genau, ja, das sind 60 Meilen, nautische Meilen. Genau, das sind knapp 2-4 Tage nach Wetter zu laufen. Und das wird als Touri-Veranstaltung auch angeboten. Da ist sicherlich deutlich mehr los. Also die fliegen ein
Genau. Und gehen dann vom 89. bis zum 90. Breitengrad. Richtig, dann werden sie zurückgeflogen. Okay. Ja, okay. Kostet ein Schweinegeld, da kann man ruhig mal mit 150.000 bis 250.000 Dollar rechnen. Ganz locker, was das ist. Der Flug oder was ist das? Also die ganze Veranstaltung an sich, also mit dem Überbringen in die Antarktis, dann den Transport eben bis zum 89. Breitengrad, dann Ankunft an der am Südpol und dann wieder der Rückflug. Ja. Wow. Das ist eigentlich alles von der Logistik. Es gibt eigentlich ein Monopol. Es gibt eine Agentur, die dann ein millionenschweres Geschäft damit aufgebaut hat, die eigentlich alles macht. Einige wenige Unabhängige, die dann von Seite Südafrikas operieren, aber die sind eigentlich vernachlässigbar. Mhm. Die Großen, die machen da alles aus. Auch die versorgen die Station, die versorgen die NASA-Station, die Südpolstation. Also die haben da das Monopol in der Hand. Das ist unglaublich. Was überlegt euch das mal. Ihr könnt diese Reise buchen, die dann 150.000 Dollar aufwärts kostet. Der Plan, in die Antarktis zu gehen, ist mit meiner Krebserkrankung entstanden. Denn da wurde diese Idee der Seven Summits geboren, der Besteigung des jeweils höchsten Berges eines jeden Kontinentes. Sieben Kontinente, sieben Gipfel. Und irgendwann war dann eben die Antarktis an der Reihe. Mount Winston, 4.890 Meter. Nicht besonders hoch, nicht besonders schwer, technisch nicht anspruchsvoll, aber sehr, sehr, sehr teuer. So viel Geld auszugeben für einen Berg, der jetzt noch nicht mal ganz so interessant ist alpinistisch, nur um ihn abzuhaken, kann man da nicht noch was anderes machen? Zum Südpol hinzugehen, das wäre doch vielleicht auch etwas. Aber jetzt wird es interessant, jetzt ist er auch da. Also, wo man sagte, er war da nie, er zeigt jetzt Bilder davon. Nach 15 Tagen, das über das Limit hinausgehen, bin ich dann mitten in der Nacht an der Südpolstation angekommen. Mit dem Rekord in der Tasche bin ich dann überglücklich nach einem der tollsten Erlebnisse. Also er war dann wirklich an dieser Station auch gewesen. Und dann fing es an. Jetzt hören wir mal rein. Das ist ein Vortrag von ihm, was er dann noch weiter so zu sagen hat. Weil da kommen nochmal ganz, ganz spannende und interessante und wichtige Details ans Licht. Die ich jemals erfahren durfte nach Hause, habe dann natürlich auch auf Wunsch der Sponsoren die Medien kontaktiert, sagt hier, das ist der Rekord, den haben wir gebrochen. Die haben natürlich gefragt, naja, gibt es denn da tolle Fotos? Deswegen haben wir mit den Sponsoren zusammen dann Fotos erstellt, die wir im Pressekit dann auch rausgegeben haben, die einfach plakativ waren. So, hier sieht man nochmal da, wie er gekommen ist, also mit dem Flugzeug an dem Union Glacier ist er dann ausgestiegen, das ist ja da, wo diese Untergrundbasis sein sollte, die keine ist, weil ja da dieser Marathon startet. Da bin ich ja im vorigen Video schon drauf eingegangen. Und dann ist er da hingelaufen. Und eine große Erklärung in die Zeitung setzen konnte und sagen konnte, hier, mein Gesicht, Südpol, da die Fluglinie, wo ich so war, das war eins davon. Oder eben dann das Foto, was mir sozusagen zum Verhängnis wurde. Es war einfach ein Composing, eine Zusammensetzung aus zwei Fotos. Das war das eine und das war das andere. Ja, so entstehen auch meine Thumbnails. Ne? Also das sind ja auch immer verschiedenste Sachen, die ich dann einfach zusammenbaue und dann halt als Thumbnail verwende. So, und so machen das ja viele. Ich habe viele private Fotos auch so von Sachen, da habe ich ein Foto gemacht und irgendwann habe ich mich dann da auch eingeblendet, weil ich mich selber da nicht fotografiert habe. Also das heißt ja nicht, dass das nicht stimmt, was er da gemacht hat. Also er hat das Schild fotografiert und irgendwann ein Selfie von sich gemacht und hat die ineinander gefügt. Warum denn nicht? Ne? Und dafür reißen die den auseinander. Ja, überlegt euch das mal. Jeder, wirklich jeder hat auf mich eingedrescht. Alles wurde in Frage gestellt, was ich jemals gemacht habe. Ab wann ist eine Lüge und ab wann beginnt künstlerische Kreativität? Denn es passiert ganz häufig, dass man auf dem Berg ist, ein ganz tolles Foto hat, das aber dann vom Skript in einen Vortrag sozusagen nicht rein. Und dann passiert das hier. Er ist weg. Man steht dann alleine auf dem Gipfel. Oder so wie hier, um etwas Dramatik reinzubringen.
zwei Kletterer, zwei Bergsteiger auf diesem Foto. Sieht nicht ganz so intensiv, nicht ganz so spektakulär aus wie jetzt das hier. War ich trotzdem auf dem Berg? Habe ich den Gipfel trotzdem geschafft? Ja, nein? Das muss man jetzt eben fragen. Ja, wie gesagt, der Martin Sweet, der hat das einfach mal gemacht. Der ist da langgelaufen, hat Ärger gekriegt. Er ist diffamiert worden. Warum? Weil er über ein Stück Eis gelaufen ist. Also mal ganz ehrlich, ne? Das ist schon mehr als mysteriös. Das ist ein deutliches Indiz dafür, dass am Südpol in der Antarktis deutlich mehr sein muss, als man uns heute weismachen möchte. Was da genau ist, das weiß man natürlich nicht. Was wir sagen können, die Wissenschaft macht immer neue Entdeckungen. Entdeckungen, wo sie vorher gesagt hat, das kann es gar nicht geben, das ist ausgeschlossen und trotzdem ist es da. Was haben die Nationalsozialisten da damals wirklich gefunden? Was haben die Nationalsozialisten da damals wirklich getrieben? Warum sind sie überhaupt in diesem Bereich, diesen entlegenen Bereich, also quasi das andere Ende unserer Welt gereist? Was hat das mit den Aussagen von Karl Dönitz auf sich etc.? Mit den Aussagen von Admiral Richard E. Byrd. Was hat es damit auf sich? Wir wissen es nicht genau. Wir sammeln, wir gehen dem nach. Und ich habe natürlich auch weitere viele interessante Indizien und neue Tatsachen und Erzählungen erhalten, wo wir uns demnächst mal genauer umschauen. Wir gucken uns mal ein bisschen diese innere Erde an, die Theorien von diesem äußeren Eispanzer, wohinter noch andere Landmassen sind, etc. Wir gehen ein bisschen konspirativ weiter, wir gehen aber auch auf Tatsachen der Wissenschaft natürlich auch weiter, darauf berufen wir uns. Und wie gesagt, was das Dritte Reich da tatsächlich gemacht hat, ja, das ist so einfach gar nicht zu sagen, weil wenn es darüber Unterlagen gibt, die es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit geben wird, wenn da solch eine Basis existiert hat, dann sind diese unter Verschluss. Ja, dann sind diese entweder damals mitgenommen worden oder Teile davon, das ist ja, wie Landig sagte, auch den Alliierten in die Hände gefallen. Es gibt ja Aussagen dazu. Wir beleuchten das Thema, wir sammeln die Sachen, wir selektieren und gucken dann, wo wir rauskommen. Und lassen natürlich auch solche eigenartigen Sachen mit einfließen, wie das jetzt Martin Sweet sagte, dass er da rechtliche Probleme bekommen hat und ja, spürbare Konsequenzen dadurch erlitten hat. Ja, in dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch wieder mal sehr gut gefallen. Wenn ihr Anregungen dazu habt, Themen, die ihr behandelt haben wollt, kurze Info an mich, info@klappspaltentv.de oder natürlich ab in die Kommentare damit, dann gucken wir da mal gemeinsam rüber. Das kann alles ein bisschen dauern, wenn ihr mir eine E-Mail schickt, bis ich darauf antworte, weil das wirklich eine Fülle an E-Mails ist, die ich bis jetzt bekommen habe, die ich alle auswerten muss, die ich mir alle angucken muss. Nach und nach fließen diese Themen natürlich in die Dokumentation mit ein. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Dienstag in alter Frische und neuen Elan zu den nächsten spannenden Themen. Freunde, bis dahin, ciao, ciao.